Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück bei Zoo Tycoon. So, ich bin kurz im Spiel gewesen, um ein paar Screenshots noch zu machen. Und wie ihr seht, gibt es eine Gastroenteritis-Epidemie. Ich will mal eben schnell schauen, wie wir das Ganze hier beseitigen können. Ah ja. Das haben wir nicht. Warum haben wir das noch nicht? Können wir das noch nicht? Ja, das ist möglich. Jawohl. Ja. Okay, das kann ich jetzt also recht oft machen. Ah, ich habe kein Geld, deswegen wahrscheinlich. Okay. Ja, das ist ja auch schon ein bisschen gemein, ne? Das jetzt schon zu machen mit den Epidemien. Aber damit haben wir gerechnet, das wussten wir von Anfang an, worauf wir uns hier einlassen. Also von dem her gar kein Problem. So, ich habe vergessen, was ich machen wollte. Wir wollten wahrscheinlich neue Tiere, neue Tierarten hier rein. Ich will jetzt erstmal gucken, wie geht es euch so? Gut, hervorragend sogar. Das ist schön. Okay, dann bleibt da alles so wie gehabt, ne? Genau. Hier vorne hatten wir, glaube ich, rausgefunden mit den Forschungen, ne? Dass wir das, glaube ich, irgendwie einsehen können. Ich muss da nochmal eben gucken. Da, Studien. Werbung, Aufzucht, verbesserter Transport, Stände. Beschreibung. Automatisierte Systeme. Okay. Ich weiß gar nicht, kann ich das jetzt hier, wo ich einen Preis habe, kann ich das jetzt lernen? Tieraufzucht. Durch das Studium sozialer Dynamiken konnten deine Zoowärter deine Tiere anregen, sich häufiger fortzupflanzen. Mhm. Aber ich habe nicht genug Geld, um da irgendwas zu lernen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachschauen dann. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen, das sollten wir im Auge behalten. Und die Leute, ja, die wollen halt mehr Tiere. Das sollen sie jetzt auch bekommen. Ich würde hier gerne gleich nochmal ein Gehege bauen. So, aber erstmal machen wir wieder mal Kacke weg, ne? Oh, da ist gar keine. Sehr schön. Und wir haben hier ja noch das Gehege, was da irgendwie reingeflutscht war. So, alles klar. Wir haben eine neue Herausforderung. Das ist gut. Mit dem verdienen wir nämlich jetzt hier unser Geld. Ein Foto von der Tierart Jaguar. Okay, sollt ihr bekommen. Jaguar fotografieren. Kriegen wir hin. Mal gucken, wo die denn sind hier. Das war jetzt irgendwie die falschen Tasten. So, jetzt. Erstmal wieder an dieses Spiel gewöhnen hier. So. Hallo, guckst du mal schön bitte? Ja, ach, dann dreh uns doch komplett den Hintern zu. Auch okay. Wo ist denn der andere? Wir haben doch zwei, ich bin mir sicher. Hier. Hallo, dreht mir auch den Hintern zu. Ich kriege heute nur Jaguar-Hintern. Ach, hier, den da kriege ich jetzt von vorne. Jawohl. So, zu den Fotos. Wenn ihr eine Idee habt oder einen Plan habt, wie ich diese Fotos von diesem Spiel auf meinen Rechner bekomme, dann schreibt mir das doch bitte gerne in die Kommentare. Denn ich finde den Ordner einfach nicht, wo ich diese Spiele einsehen kann oder die Fotos einsehen kann. Das geht nur in-game und das finde ich ein bisschen sehr unpraktisch. Ich hätte halt gerne einige Bilder davon. So, gut, das haben wir gemacht. Neue Herausforderungen haben wir auch gar keine. Ich würde jetzt mal hier die Krise bewältigen wollen hier. Da ist es dann erledigt. Alles klar. Gut. So.
Und jetzt wollen wir den Besuchern ein wenig mehr Tiervielfalt geben. Ich würde hier nämlich gerne im Tropenbereich nochmal etwas bauen. Da Trope. Wir haben nur Mittel, ne? Groß haben wir noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Sonst machen wir das einfach mal so, dass wir hier mal eben reinschauen. Das war jetzt Wüste. Und ich würde das Gehege gerne etwas anpassen. Ich hätte da schon gerne, ja, Wüste einfach auch, ne? Das Wüstenthema. Das mache ich ja immer dann ganz gerne bei solchen Dingen. Das ist so schön einfach. Da die kleine Wüstenmauer will ich haben. Da, genau. So, und dann brauchen wir noch die Wüstenwege und dann haben wir die Wüste abgeschlossen hier. Okay, so. Hier könnten wir eigentlich dann auch nochmal ein Gehege bauen. Ein Wüstengehege hätte ich gerne. Haben wir ja auch noch überhaupt nicht freigeschaltet, ne? Wüste gibt es ja sowieso nicht. Es wäre dann ja eher so in Richtung Savanne und Tundra. Das würde ich hier so an die kleinen Wüstengehege anschließen. Dann nehmen wir doch mal ein Mini-Gehege. Hier den Wüstentempel. Wir haben auch noch Gebüsch. Aber wir nehmen jetzt erstmal noch einen Wüstentempel. Den würde ich hier nochmal neben tun, irgendwie. So, genau. Dann haben wir zwei Stück davon. Das ist also völlig in Ordnung. Den passen wir gleich an. Wüste. Mauer. Neue Herausforderung. Und Wege noch. So. Mal gucken, wie lange die beliebte Tiere. Unter den Besuchern deines Zoos wurde eine Umfrage durchgeführt. Sie hat ergeben, dass die Besucher gerne ein Exemplar der Tierart Australien-Krokodil mit Stufe 15 sehen würden. Ja, da kann ich ja, glaube ich, sowieso nicht wirklich Einfluss drauf nehmen. Beliebte Tiere. Laut einem Marketingunternehmen würden die Besucher gerne weitere südliche südamerikanische Pumas in deinem Zoo sehen. Warum adoptierst du nicht ein Exemplar? Ich habe doch noch gar keine Pumas. Wieso weitere? Aber das können wir gleich gerne machen. Da bin ich, also Pumas finde ich gut. So, neues Tier. Wir haben Krokodile, Wasserschlangen. Ja, die erforschen wir hier mal. Spaltfußgänse, ja, das ist halt noch nicht freigeschaltet. Schnabeltier auch noch nicht. Aber dann nehmen wir jetzt einfach hier die, die Amethystpython. Ja, okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Die kenne ich nicht. Die Amethystpython Morelia Amethystina. Tistina, okay. Ist eine der größten Schlangen der Welt. Sie kommt in Australien und Südostasien vor. Gut. Adoptieren. Jetzt habe ich ein... Da nehmen wir noch Muffin mit dazu. So, und dann ist auch voll. Also drei Tiere in dem Fall. Hallo. Schlange. Alles gut? Alles gut. Okay, so, ich würde das Gehege auch gleich umbenennen. Nee, nicht anpassen. Umbenennen, genau. Und das war, oh Gott, das kriege ich niemals zusammen. Amethystpython? Ich habe keine Ahnung. Das korrigieren wir jetzt gleich nochmal. Wir gucken nochmal eben schnell, wie die heißen. Ja, nee, das ist ja... So. Amethystpython. Oh, ich könnte es fast richtig haben. Ich könnte es fast richtig haben. Amethystpython. Es sieht doch gut aus, oder? Ich glaube, habe ich alles richtig. Ha. Okay, alles klar. So, das haben wir. Neue Herausforderung.
Tierstufe ist klar. Tierauswilderung. Ein geheimer Sponsor hat dir Geld dafür geboten, ein Tier auszuwildern. Bring ein beliebiges Tier auf Stufe 15 und wildere es aus. Wollen wir mal eben schnell bei den Krokodilen gucken, wie es da mit unseren Tieren steht. Hallo und hallo, beide 13. Ich habe aber ehrlich gesagt, wirklich, ganz ehrlich, keine Ahnung, ob ich da Einfluss drauf nehmen kann, auf die Tiere. Denn ich kann im Gehege eigentlich nicht wirklich etwas machen, außer Haufen wegräumen, ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir da überhaupt eine Chance hätten, ein Tier irgendwie dazu zu bringen, schneller zu leveln. So, ein Puma. Ich glaube, Puma war auch hier Trope. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich will noch mal eben schnell was schauen. Ping, Tierzufriedenheit. Ja, aber ich hätte gerne, gerne eine Übersicht. Kein Ping, sondern, Abdeckung, genau. Das ist das, was mich interessiert. Das ist Abdeckung, Toiletten. Also werden wir hier nochmal einmal Toiletten hinbauen. Ich hoffe, dass das ein wenig uns hilft, die Stufe zu erhöhen, dass wir das große Gehege bauen können. So. Liebe Leute, hier gibt's Klos. Nee, die schließen wir hier an. Wir müssten auch noch die Sachen hier direkt da verbinden. Ne? Also hier durch die Mitarbeiter-Dinger durchzumüssen, ist schon irgendwie doof. Aber es ist hier ja nicht so schlimm. So, Anpassungsplätze haben wir hier. Dann nehmen wir doch einen kleinen Stadttisch. Ich glaube, wir hatten auch nur einen, ne? Ja, das würde ich jetzt gerne noch in Wüste ändern hier. Anpassen. Bäume. Ja, weil das ist ja so ein bisschen unser Wüstengebiet hier. Vielleicht kann man auch einfach, damit es besser reinpasst, die Mitarbeitersachen noch mit anpassen. Huch, das war falsch. Wir müssen dahin. So, und jetzt noch die Wüstenmauern und den Weg. Fertig. So, okay. Und, wie sieht's aus mit meinem Zoo-Dingsen? Nicht so gut, ne? Okay. Also jetzt hier noch mehr Wüstentempel hinzustellen, fände ich einfach doof. Aber wir können vielleicht noch ein Mini-Tropengehege machen. Ich will mal eben schauen. Gebüsch, also Tropenbaum vielleicht noch ein. Wir kriegen, ab 6 kriegen wir neue. Ich weiß gar nicht, kriegen wir da auch ein großes Gehege? Ja, ab 6. Ja. Oder wir stellen Kolleines erstmal auf. Ich mag diese kleinen Gehege nicht so, weil man da drinnen auch die Tiere nicht so wirklich zufrieden bekommt. Habe ich so das Gefühl immer. Aber wir nehmen das jetzt hier trotzdem mal. So, da sind wir. Yay! Und das schließe ich da an. Genau. Ich würde das jetzt erstmal komplett anpassen und dann gucken wir gleich. Nee, nicht Wüste. Oh Mann, das ist doch hier Dings. Trope, oder? War das nicht Trope? Haben wir da Strandsachen genommen? Ja, haben wir. Erstmal gucken. Hä? Was haben wir da jetzt genommen? Strand haben wir da genommen. Komplett. Die Strandmauer und Strandwege. Genau. So, und jetzt schauen wir uns in Ruhe an, was für Tiere wir hier adoptieren können. Jaguar, Pumas. Ich glaube nicht. Also, ich glaube wirklich nicht, dass Pumas tatsächlich in so ein kleines Dings können. Mehr.
Nicht genug Geld. Okay. Ich habe nicht genug Geld. Okay. Ich würde jetzt. Jetzt hier mal Samuel kaufen. Okay, der südliche südamerikanische Puma, Puma Concolor Puma, ist eine in Chile und im Südwesten Argentiniens vorkommende Puma-Unterart. Mindestgruppengröße 2 Tiere. Das Problem, was ich hier habe, ist, dass ich nicht sehen kann, was für eine Größenanforderung die haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das zu klein ist für Pumas. Kängurus. Gehören da nicht rein. Nee, nee. So, wir lassen das Gehege, Gehege sein und bauen ein großes für die Pumas, würde ich sagen. Weil das können wir nämlich jetzt dann auch lernen, beziehungsweise erforschen. Das dauert allerdings jetzt eine kleine Weile. Was haben wir denn noch? Tierstufe? Beliebte Tiere. Ja, es tut mir leid. Das werden wir nicht mehr schaffen in 11 Sekunden. Also ich kann ja den Puma kaufen, aber das hätte uns ja nichts gebracht. Das ist ja Blödsinn. Ja. Okay. Besucherzahlen verringert. Nicht so schlimm. Das ist schon okay. So, Tierauswilderung. Eigentlich kommen da hier nur unsere Krokodile in Frage, ne? Aber guck mal, die sind beide erst Stufe 13. Ist jetzt nicht unbedingt so viel. Wir müssen, glaube ich, auch ein paar Tierpfleger einstellen. Hier haben wir gleich 3 Haufen, die wir wegmachen müssen. Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit Haufen wegmachen. Okay. Dann gucken wir noch mal eben nach unseren Jaguaren. Hier können wir auch Haufen wegräumen. Aber eben auch nur ein. Okay. Gut. Haben wir eigentlich Tierpfleger eingestellt? Personal? Wir haben noch gar keinen Tierpfleger. Weil wir kein Geld hatten, richtig? Richtig. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt erstmal einen Ein-Sterne-Wärter. Besser als gar keinen zu haben. Ach, unser Kakadu. Verdammt, den habe ich ja ganz vergessen. Der ist einsam. Ja, natürlich ist der einsam. Obwohl, du bist doch eigentlich zu zweit. Warum bist du einsam? Oder habe ich mich jetzt da vertan? Das war eine andere Meldung. Rosa Kakadu Hani im Gehege. Rosa Kakadu ist einsam. Okay, vielleicht können wir da einfach noch ein Kakadu holen. So, wir gucken mal. Wir haben hier Stufe 8 und Stufe 8. Wir schauen mal. Kakadu. Rosa Kakadu. Ah ja, guck mal, da haben wir jetzt ein paar zur Auswahl. Wir hatten ja damals, als wir den ersten adoptiert hatten, hatten wir den tatsächlich ja erst alleine, ne? Und es war ja nicht so viel hier. Okay, wir nehmen Nikita dazu. Jawohl. So, jetzt ist das Gehege voll. So, dann sind die auch zufrieden. Kann ich da noch irgendwas wegmachen? Nein. Gut. Okay. Was wollten wir machen? Ach, richtig, Pumas. Das heißt, wir brauchen ein großes Gehege. Das hatten wir jetzt gelernt. Das kostet 3.600. Das haben wir überhaupt nicht. Also im Moment habe ich, egal welchen Zoo ich anfasse, habe ich Geldprobleme, ne? Also irgendwie, irgendwie komisch. Vielleicht können wir da einmal noch ein Marketing starten. Oder die Eintrittspreise sind auf normal. Die lassen wir auf normal. Die können wir ja leider nicht so
anheben, wie ich das gerne hätte. So, Cashflow. Zu Kapazität, Toiletten zu viel, Dekoration zu viel, Sauberkeit zu viel. Man kann zu viel sauber sein? Na gut, Tiervielfalt zu wenig. Gastronomie, Unterhaltung, okay. Geldmittel. Zur Stufe, zur Wert, Besuchergrafik, Besucherzufriedenheit. Eigentlich ist das alles ziemlich okay. Ja, aber ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mal ein bisschen Werbung machen. Wir haben Printwerbung. Die haben wir ja nun. 400 Ultra-Intensität für 500. Ha, nehmen wir. Ist gekauft. Und dann können wir ja vielleicht mal die Reklametafeln erforschen. So, dann haben wir zwar kein Geld mehr. Das macht aber gar nichts. Das ist also überhaupt nicht schlimm. Das erholt sich hoffentlich recht schnell wieder. Wenn wir hier auch die Herausforderung dann machen können, dann ist das auch in Ordnung hier. Hm. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Für die örtlichen Zoos wird ein Wettbewerb veranstaltet und der Zoo mit der höchsten Tierzufriedenheit gewinnt. Eine durchschnittliche Tierzufriedenheit von 5 Minuten im grünen Bereich dürfte ausreichen, um den Wettbewerb zu gewinnen. Die Jury wird bald hier sein. Okay. Dann eben die Tierauswilderung, die wir momentan noch nicht machen können, und eben, dass wir die Tierart Australien-Krokodil auf Stufe 15, das kriegen wir halt so schnell nicht hin. Ne? Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir nichts machen können, um die zu leveln. Ich wüsste nicht wie. Ganz ehrlich, wüsste ich jetzt nicht. Gut. Okay, dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Im nächsten schauen wir dann, dass wir weitere Tiere hier reinbekommen und gucken mal, dass wir wieder ein bisschen mehr Geld bekommen. Also, bis denn. Ciao, ciao.